Herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video. Die Season 4 ist live gegangen. Wir schauen uns einmal zusammen an, was es neu gibt. Wir kaufen natürlich den Battle Pass, schauen uns ein paar Skins an und. Natürlich gehen wir auch ins Game und zocken. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Wenn es euch gefällt, gerne ein Abo da lassen, gerne ein Like da lassen, gerne Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Oh, Battle Pass. Moin, Leute. Captain Price, Operator. Cascade. Ja, wir gucken uns einmal den Battle Pass an, Digga. So. Quatschkin haben wir schon ganz guten. Alter, heftiger Skin. Yo. Fresh. Gratiswaffe. Die Fennec. MP. Basiswaffe. Bro. Die sieht fresh aus. Die sieht auch locker. Ohne Scheiß. Das ist so eine Waffe. Ich glaube, das meinte J.Lu. J.Lu meinte, glaube ich, dass man jetzt viele Waffen akimbo spielen kann. Und ich glaube, das ist so eine Waffe, Digga. Die wird man akimbo spielen können. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen. Ist das die Brühen? Nee, doch nicht. Aber auch sicker Skin, Digga. Digga, ein Schlagstock? Digga. No front, ne? Aber die verschieben den Battle Pass Release wegen Black Lives Matter und bringen dann einfach einen Schlagstock-Finisher rein, ne? Auch gut. Was ist das, Digga? Sturmgewehr. Scar. Müsste das sein. So. Schauen wir uns an, was es gibt. Noch eine Gratiswaffe. CR-56 A-Max. Leute, es gibt neue Waffen. Es gibt bisher zwei neue Waffen. Wie krass ist das denn? Wie krass ist das denn? Sturmgewehr. Ohne Scheiß, Leute. Das ist bisher krasser Battle Pass, ne? So, was haben wir noch? Skins bisher nicht so überragend, meine Meinung. Okay, der Heli-Skin, der hat ein bisschen was. Sieht witzig aus. Was hat sich verändert? Ich weiß es bisher nicht. Wir können uns... Ich kann mal schauen, Digga. Ich öffne mal hier die Patch Notes. Kann ich die Patch Notes irgendwo sehen? Nee. Patch Notes sehe ich gerade nicht. Gucken wir gleich nochmal weiter. Wir gehen gerade mal den Battle Pass durch. Ah, der Price-Skin, ne? Den hat man ja im Trailer, denke ich mal, gesehen. Hat was. So, was haben wir denn? Was haben wir denn? Drei verschiedene Events. Jailbreak, Supply Choppers, Fire Sale. Alle in einem Match bereits ausgeschieden sind, kehren ins Spiel zurück. Egal, ob ihr gerade mit Gulag wartet oder noch aufs zuschaut. Dieses Event wird eine Minute vorher angekündigt. Okay, also es gibt jetzt in jedem Warzone-Match diese Events. Ist das richtig? Fire Sale. Für 60 Sekunden gibt es an Buying Station massive Rabatte bis zu 80%. Manchmal auch komplett umsonst. Loadout-Drops werden nicht billiger. Okay. Das heißt, ich kann mir, wenn ich am Shop stehe, 10 Prezi-Strikes kaufen und auf ein Haus ballern. Interessant. Supply Choppers. Ein Hubschrauber taucht auf, der zwar nicht auf euch schießt, aber abgeschossen werden kann. Geht er down, regnet es haufenweise Loot. Mindestens 3 UAVs, 2 Rüstungsboxen, eine Gasmaske, eine Munitionsbox, ein Granatwerfer und jede Menge Cash. Das heißt, Supply Chopper, garantierter Granatwerfer. Entspannt, Digga. Neuer Warzone-Auftrag. Spezielle seltene Auftrag bringt euch einen permanenten Waffenbauplan ein. Dieser neue Contract heißt Contraband und heißt taucht eventuell auf, wenn ihr einen anderen Auftrag abgeschlossen habt. So, Duo 50 gegen 50 Modus. Warzone bekommt nicht nur endlich den lang ersehnten Duo-Modus, auch ein komplett neuer Modus namens Warzone Rumble steht mit Season 4 sofort zur Verfügung. So läuft Warzone Rumble. Zwei Teams von jeweils 50 Spielern an verschiedenen begrenzten Locations in Verdansk. Ihr spielt mit eigenen Custom Loadouts. Es gibt Vehikel. Schnelle Respawns sind ebenfalls mit an Bord.
Und Shop-Baupläne, Waffenbeherrschung, Herausforderung. Ist jetzt hier, die schalten die Tarnung frei. Ja, okay, okay, okay. Warte, warte, warte. Was ist das denn? Herausforderung? Alter. Du hast jetzt Waffenherausforderung. Okay, also man hat Waffenherausforderung. Da kriegt man Banner 4 und Embleme. Es gibt auf jeden Fall ein neues Sturmgewehr. Das ist die CR56 Amax. Werden wir auf jeden Fall auch ordentlich zocken, wenn das Ding da ist. Und es gibt die Fennec. Das ist ein neues MP. Es gibt aber kein neues Scharfschützengewehr. Das meint ihr einfach. Ah, eine Hupe! Man kann die Hupe ändern, Digga. Let's go. Geiles Ding. Was hat der Heli? Der Heli kann hupen? Der Heli kann fucking hupen? Was? Gut, Leute. Wir gucken uns an, was im Shop ist, Digga. Bock Demon. Ey, die mixen jetzt aber die Skins, ne? Echsenkönig. Hoho, das wäre doch ein Skin für Crispy. Dragon Turtle. Nahkampf, Ram Jam. Was ist das denn? Ein Schlagstock? Oh mein Gott, Digga. Das ist doch für mich was Schönes hier. Ein schönes, ne? Einsatzschild, Kollege Barfuß. So, was haben wir noch? Wir haben JW Chrome Milsim Pack. Nichts Besonderes. High Noon. High Noon ist witzig, Digga. Aber ist nichts Besonderes bei Lights Out. Bale Skin. Warte, warte, warte. Ist das die neue Waffe? Das ist die AK. Scheiße. Echt. Eye of the Beholder. Kybernetisch. Digga, was ist das für eine Pistole? Bro? Ja,